Dankeschön. Ich weiß, ihr seid vielleicht schon fast genervt von mir, wenn ich es jedes Mal sage. Aber vor der Bühne ist noch ganz, ganz viel Platz. Und ich sehe, da hinten ist es ein bisschen eng und wahrscheinlich auch schon warm. Ihr könnt gerne noch 2 Schritte nach vorne kommen. Hier, da, hier ist auf der... Ihr könnt auch gar nicht richtig gucken. Ja, gern schon ein bisschen näher kommen. Sehr schön. Das nächste Stück heißt, wir lassen uns nicht los. Vorne machen es schon ziemlich gut. Ihr dürft auch gerne ein bisschen die Hüften kreisen lassen. Ich und du, wir rasen aufeinander zu. Ich weiß es nicht. Schau, was geht. Zum Umkehren ist es sehr zu spät. Wir werden sehen, ob wir zusammen untergehen. Und wenn das alles ist, was bleibt, entstürmt uns Richtung ab. Wenn alles hier zum Himmel schreit, wir lassen uns nicht los. Wir lassen uns nicht los. Ich und du, wir lassen uns nicht aus den Augen. Es wird sich zeigen, ob wir füreinander taugen. Wir sind wie Feuer unterm Eis. Und wir beide, wir bringen den Beweis. Wenn die Welt sich nicht mehr dreht, immer verglüht wie ein Komet. Wenn keiner das hier überlebt, wir lassen uns nicht los. Nicht los. Das könnt ihr mitsingen. Wir lassen uns nicht los. Wir lassen uns nicht los. Ja, wir sind Lena.
Wir kommen aus Stur bzw. aus Bremen. Es ist sehr, sehr schön, viele bekannte Gesichter zu sehen und auch viele neue. Und es freut uns sehr, dass wir hier in der Geburtsstätte unserer EP spielen dürfen. Studio Haya ist wirklich sehr schön, euch mal zu zeigen, wo wir unsere Songs überhaupt aufgenommen haben. Ja, es ist wirklich sehr schön, hier zu sein. Das nächste Stück, was wir spielen, dürft ihr euch so ein bisschen vorstellen. Das haben wir letztes Jahr auf der Priminale das erste Mal gespielt. Vielleicht könnt ihr mal kurz die Augen zumachen und spürt so ein bisschen die Weser neben euch lang fließen. Fließen, sagt man das so? Ist auch egal. Das nächste Stück heißt Kleine Kreise. Wir holen die Trompeten und Pauken.
Wir spielen heute nicht ganz alleine. Wir haben einen kleinen Gast dabei. Einen großen Gast dabei. So klein ist sie auch. Sie hat bei uns im Stuhl schon bei einem Konzert mitgespielt. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sarah uns heute am Cello begleiten darf. Kann schon ein bisschen lauter sein. Ja. Vielleicht muss man an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind live auf Sendung. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich jetzt gucken muss, um die Leute bei Facebook zu begrüßen. Im Fernsehen wirkt das immer so cool. Ich wink einfach mal da rein. Also Leute, benimmt euch. Ihr seid heute... Die ganze Welt kann euch sehen. Das Internet vergisst nichts. Das nächste Stück ist auch ganz, ganz neu. Es heißt Gezeiten. Ich glaube, Finn will sich gerade einfach nur präsentieren. Finde es nicht ein bisschen schick gerade, ne? Warum lässt du dich treiben? Warum schließt du dich ein? Nein, du darfst es nicht bleiben. Das kann's doch nicht sein. Und du leckst deine Wunden wie ein geschundenes Tier. Drohst in ein paar Sekunden deinen Halt zu verlieren. Bist vom Weg abgekommen, den dein Leben dir weist, und du spürst, wie der Zweifel deine Seele zerreißt. Kannst die Lichter am Ende des Tunnels nicht sehen, und du glaubst, dass dich keiner versteht. We'll be right back.
Dankeschön. Das macht das Stück dann doch einfach fünfmal geiler, wenn Sarah mitspielt. Ja, wer uns länger schon zuschaut, wird jetzt bemerkt haben, dass hier gerade was fehlt. Die Sängerin. Die kann aber auch Klavier spielen und dafür möchte ich jetzt auch mal einen ganz kleinen Applaus, bitte. Ja. Und wir haben uns gedacht, das kann man ja vielleicht auch mal ausnutzen. Deswegen werdet ihr heute in ein paar Stücken Alena am Klavier hören. Und wir hoffen natürlich, euch gefällt das. Das ist natürlich jetzt, ich muss hier gerade mal eben gucken, das stimmt meine Gitarre automatisch. Manchmal. Hexenwerk. Jetzt gerade zum Beispiel wieder. Ja. Und witzigerweise werde das nächste Stück ich singen. Was aber jetzt nichts mit, also das ist keine Degradierung oder so. Nicht falsch verstehen. Irgendwann brauchen wir alle mal eine Pause. Der nächste Song heißt einfach still. Und er kommt gleich, wenn der Bass gestimmt ist. Dann macht's noch mehr Spaß. Ja, wir freuen uns auch. Ich kann gar nicht so weit sehen, weil hier tatsächlich so viel Nebel. Da hat gerade jemand eine Bierflasche gehoben. Holla. Ja, wir hoffen, ihr habt alle was zu trinken. Sonst gibt's da draußen gerne was für alle, die Finn auch. Wer Finns Wasser trinken möchte, ist hier vorne. So. Sind wir startklar? Dann geht's jetzt los. Du hast mich erwischt, kann die Wunden nicht mehr schließen, genau in mein Herz. Sag, seit wann kannst du so schießen? Jetzt wird mir klar, davon werd ich mich nicht erholen. Ist deine Armee schon lange meinen Tod befohlen? Ich frag mich, warum wir zwei nicht füreinander taugen. Statt nach uns zu sehen, lassen wir uns aus den Augen. Denkst du hast gesiegt, doch wir sind beide nur die Loser. Für dieses Programm sind wir zwei die falschen User. Sei einfach still, ich will nichts hören. Immer die gleichen Lieder. Wenn du sie singst, kann ich mich nicht wehren. Immer die gleichen Lieder. Ich hab keine Tränen mehr, also warum soll ich weinen? Ich werf dir nichts vor, auch mit mir bin ich im Rein. Hat nicht funktioniert und wir haben alles unternommen. Zeit zu kapieren, es ist halt anders gekommen. Du willst noch mal reden, das macht für mich keinen Sinn. Denn unsere Verbindung ist schon lange dahin. Pack dir deinen Koffer und verpasst du deinen Zug. Von deinen Songs hab ich schon lange genug. Sei einfach still, ich will nichts hören. Immer die gleichen Lieder. Wenn du
Geh mal dahin, wo du hergekommen bist. Sarah, ich habe hoffentlich deinen Bogen nicht kaputt gemacht. Ich habe ein bisschen weggekickt. Aber ich glaube, er ist noch heil. Nee, alles gut, das war ein Scherz. War ein Scherz, war gar nicht so, nee. Ja, ich habe die Setlist nicht richtig studiert, wie ihr merkt. Es kommt doch noch ein Stück am Klavier. Was sollen wir machen? Das Stück haben wir auch neu im Repertoire, haben wir beim Popcamp geschrieben. Meine Uni-Leute kennen es wahrscheinlich nur, weil ich da eine Woche lang weg war und nicht in der Uni war. Aber falls, ihr solltet es euch nochmal richtig angucken. Popcamp ist eine ziemlich geile Sache. Das ist so eine Bandförderung für Bands. Und man arbeitet da mit richtig geilen Leuten, mit Songwritern, mit Produzenten, mit Leuten, die es einfach schon mal irgendwie geschafft haben und dem man auch glaubt, was sie sagen. Und da ist dieser Song entstanden, der heißt Dann geh. Warum schweigst du mich an? Ich hab noch so viele Fragen. Man sieht's dir doch an, du hast noch so viel zu sagen. Lass deinen Ängsten, deinen Tränen freien Lauf. Und du wirst sehen, meine Hände fangen dich hier auf. Warum nicht jetzt und dann für immer? Reicht dir das? Ist das genug? Pack es an und steh auf, hier kannst du nicht bleiben. Denn es geht weiter, wenn du mir sagst, wir gehen los. Dann werden wir reden, leben und lieben einfach so. Warum nicht jetzt und dann für immer? Reicht dir das? So viele Fragen. Man sieht's dir doch an, du hast noch so viel zu sagen. Dann geh und dann für immer. Reicht dir das? Ist das genug?
Dankeschön. Die Idee zum nächsten Song kam eigentlich dadurch, weil wir jetzt gerade so in einem Alter sind, wo jeder seinen Weg geht und sich manche Wege auch trennen. Und es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man sich dann irgendwann wieder sieht auf irgendwelchen Geburtstagen. Und ich fand den letzten ziemlich witzig, es war nämlich eine Kultur. Und wir sind angefangen zu laufen und Tammo war das so oberpeinlich, mitten auf der Straße vor allen möglichen fremden Leuten zu trinken. Aber ich kann euch sagen, am Ende war er der besoffenste und peinlichste. Stimmt nicht. Doch. Der erste Teil stimmt. Nein, stimmt natürlich nicht. Lügenpresse. Das nächste Stück heißt Wir sind da. Straßenlicht, die alte Kneipe zählt. Wohnt mehr verbrannt als ein Schnaufen Bier. Wie kleine Kinder ohne Plan und Ziel stehen wir jetzt wieder hier. Wir sind da, wir sind da. Und alles ist wie früher einmal war. Wir sind da. In dieser Nacht sehen wir uns da. Und alles ist wie war vor ein paar Jahren. Wir sind da. Manchmal war's, als wäre die Straße leer. Und die große Stadt hier für mich zu schwer. Wenn jemand fehlt, der dir den Namen nimmt und dir erzählt, dass alles gut ausgeht, jemand, der dich bewegt. Wir sind da, wir sind da. Und alles ist, wie es früher einmal war. Wir sind da, im Dunkeln dieser Nacht sehen wir uns. Das ist der letzte Song vor der Pause und dafür könnt ihr mal alle eure Hände hochzeigen. Zeigt mal, wie schön ihr seid! Und für die Fahrer eine Cola. Wir sehen uns gleich. Thank you.
Dauerschleife hören wollt. Ich habe da so ein paar Kontakte. Die machen so ein Uniradio. Das heißt, Kreuz FM, die haben die erste Sendung rausgebracht. Ich habe so ein bisschen geregelt, dass da Linda mal vorkommt. Hoffentlich, wehe, wenn das nicht drin ist. Danke. Sehr gut. Besonders dieses Lied. Ist einfach ein Hit, Leute. Ist ein Hit. Jetzt dürfte ich wieder ein bisschen hin und her schaukeln. Ein Stück zum Tanzen und zum Liebhaben. Ihr dürft euren Nachbarn gerne mal einen Arm nehmen. Bisschen kuscheln, ein bisschen Liebe verbreiten. Sehr schön. Das nächste Stück heißt Bilder.
Ganz egal, wie kalt der Winter und wie schwarz die Nacht. Sind wir barfuß durch die Straßen unserer Nachbarschaft. Hab zusammen so gezittert vor deinem Zelt. Weißt du noch, du hast gesagt, dass du mich nie verlässt. Diese Wände sprechen, dann erzählten sie nur von uns, von dem, was keiner jemals sieht und niemand weiß. Und könnten diese Bilder reden, blieben sie trotzdem stumm. Und sein Geheimnis geben sie doch niemals preis. Ich sehe schon, dass ich dieses wahrscheinlich teurer als mein Leben Cello gleich noch irgendwann umkicken werde. Ist echt nicht so leicht. Wie ihr seht, ich stehe ganz allein auf der Bühne. Das war vielleicht ein bisschen fies gerade. Ja, das Stück spiele ich ganz, ganz alleine mal. Ich bin bei sowas immer ziemlich aufgeregt, weil es irgendwie doch ganz cool ist, wenn man so ein paar Jungs neben sich stehen hat und man steht dann doch nicht ganz alleine. Aber muss ich auch mal durch. Das Stück heißt Soll ich gehen? Handelt so ein bisschen davon, wenn man jemanden verletzt hat und man weiß irgendwie gar nicht, kann ich dir irgendwie noch irgendwie helfen, kann ich irgendwas für dich tun oder willst du eigentlich deine Ruhe? Das Stück heißt Soll ich gehen? Willst du dich anlehnen oder steh ich dir im Weg? Kann ich noch was sagen oder ist es längst zu spät? Die Bar hier leert sich, es ist fast 10. Komm, lass uns bezahlen und dann noch ein Stückchen gehen. Entlang der Schlachte bis hoch zum Deich. Für den Moment könnten wir dann wie früher sein.
kann ich dir helfen, wieder aufzustehen? Oder geht's dir besser, wenn ich jetzt einfach geh, einfach geh? Soll ich gehen? Für 2 Sekunden würde ich gern noch mal zurück über alles reden, was uns beide so bedrückt. Über Witze lachen, die wir beide nicht verstehen. Von Dingen träumen, die niemals geschehen, niemals geschehen. Die Straße zeigt sich heute für uns, kommst heute Nacht nicht mehr zu mir. Wir liegen Stunden anlehnen oder stich dir im Weg? Kann ich noch was sagen oder ist es längst zu spät? Das nächste Stück warte ich so lange, bis Sarah auf der Bühne ist. Das passiert wirklich noch was. Es ist noch ein kleiner, ruhiger Song. Ach so. Bitteschön. Ich kann mich noch erinnern, wie wir den... Also auf IP ist er auch drauf. Mit so einem fetten Chor, den wir eigentlich nur selber eingesungen haben. Das war auch hier. Ich sehe es noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. So, jetzt sitzt sie, ich komme eben runter. Aber wir spielen nicht die laute, volle Version. Wir spielen eine kleine Akustikversion, wie man sehen kann. Das Stück heißt Ein Teil von mir. Worte und dann bist du gegangen und das
sie dich geliebt hat. Das weißt du ganz genau. Bist du feige, um zu reden? Dein Kalender wär zu voll. Würd dich am liebsten anschreien. Aber ich bleib stumm. Doch du bleibst ein Teil von mir. Jeden meiner ersten Schritte, die ging ich nur mit dir. Und jedes Bild an dieser Wand erinnert mich von Neuem, dass ich dich nicht hassen kann. Kommt ein kleiner Kontrast-Song zu dem vorherigen. Es wird ein bisschen lauter, es ist ein politischer Song, der uns sehr, sehr viel bedeutet und den wir immer wieder gerne spielen, weil wir einfach die Botschaft mögen und wir wollen, dass jeder Mensch, der auf der Flucht ist, einfach dort leben kann, wo er möchte und keine Angst davor haben muss vor Menschen, sondern der einfach leben kann, wo er will, mit den Liebsten, die er vielleicht noch hat und einfach ein neues Leben beginnen kann. Das Lied heißt Hörst du sie schreien? Yeah.
leben. Zu viele haben auf dem Meer ihr Leben abgegeben. Sie kommen her, auf blauen Sohn. Und alles, was sie hören, sind deine dreckigen Karbon. Sie wissen an den Säulen, die du gegen sie erbaut hast. Sie hoffen auf die Zukunft, die du ihnen nicht erlaubt hast. Es ist ein Tanz, wie auf der Klinge. Sie würden dich irgendwie, wenn es irgendwie nur ginge. Wenn es nur ginge. Hörst du sie schreien, hörst du sie schreien, auf tiefer Brust in sich hinein. Es kann so einfach sein. Hörst du sie schreien, hörst du sie schreien, sie tausend Meilen von daheim. Hörst du sie hier nicht rein, hörst du sie schreien, ja, ja, ja. Vor Angst, Terror und Hass in ein Land, in dem sich für sie kaum was geändert hat. Feiglinge wollen diese Menschen, die schon viel zu lange laufen, erneut vertreiben. Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass unser Zuhause ein Ort ist zum Bleiben. Unser Zuhause kann auch für sie Heimat werden, wenn wir gemeinsam den Hass beenden. Hörst du sie schreien, hörst du sie schreien, aus dieser Brust in sich hinein. Es kann so einfach sein. Hörst du sie schreien, hörst du sie schreien, zu tausend Meilen von daheim. Hörst du sie hier nicht weg. Hörst du sie schreien, hörst du sie schreien, aus dieser Brust in sich hinein. Hörst du sie schreien? Sie schreien! Sie schreien! Sie schreien! Vielleicht habt ihr es in der kleinen Pause schon gesehen. Wir haben uns ganz, ganz schnieke Merch-Sachen mit. T-Shirts, Jutebeutel, Turmbeutel. Ich weiß nicht, ob unsere Tassen schon ausverkauft sind. Ich glaube, wir haben auch noch Tassen. Nicht dabei, sind alle weg. Alle weg. Philipp wieder. Wir haben auch EPs, also kauft reichlich. Wir haben alles da. Gebt Geld aus, uns freut's dann. Und die T-Shirts sind auch sehr hübsch, also ihr könnt die auch immer tragen und so. Macht Werbung für uns, das würde uns sehr freuen. Ja. Das nächste Stück ist auf der ersten EP drauf, es heißt SOS. Doch das interessiert mich nicht.
Nee. Komm auf. Was bist du denn für ein super Fan, dass du, ohne vorher zu fragen, unsere Setlist kennst? Finn hat mich darauf hingewiesen, dass wir an dieser Stelle ein paar Leute grüßen. Falls sie zugucken, wenn nicht, wäre es peinlich. Ich mach's trotzdem. Jetzt da reingucken, ne? Das geht raus an unsere Popcamp-Leute. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt schon vom Fernseher und grölt es. Das nächste Stück ist für euch. Das heißt, alles geht! Doch noch nicht. Nochmal, sag's nochmal. Alles geht! Yeah.
willkommen zu unserem letzten Stück. Das soll Sonne heißen. Das steht S-C-M-N. Sehe ich jetzt noch mal meine Schrift? Wir kommen zu unserem letzten Stück. Es war sehr, sehr geil hier. Einfach eine geile Atmosphäre. Voll viele Leute, das freut uns wirklich sehr. Jetzt dürft ihr noch mal mitsingen, ganz, ganz laut. Ich verschwinde wieder nach hinten. Das nächste Stück heißt Sonne. Wo kommst du her, wo gehst du hin? Oder warst du schon immer da? In deiner Nähe spür ich Wärme. Begib mich trotzdem in Gefahr. Du blendest mich mit deinem hellen Licht. Schau ich zu lange, werd ich blind. Ich lad mich immer bei dir auf. Wenn meine Batterien am Ende sind, du bist die Sonne, du bist die Sonne, du bist die Sonne. Alles dreht sich nur um dich. Du bist die Sonne, du bist die Sonne, du bist die Sonne. Bist du mir nah, verbrenne ich deine Kraft. Es ist unbezahlbar. An dir kommt man nicht vorbei. Bist trotz der Wärme so unnahbar, als wär dir alles andere einerlei. Deine Hitze, es zerbricht.
Sehr geil, danke schön. Ja, ja. Okay, okay. Ausnahmsweise. Wir haben uns natürlich was überlegt. Was für ein Wunder. Aber wir haben uns eher spontan überlegt. Und zwar wollen wir zu euch in die Mitte kommen. Wir überraschen unsere Techniker jetzt ein bisschen. In der Mitte gibt es nicht so viel Licht. Das heißt, ihr müsst alle eure Handys rausholen. Ist auch okay, wenn es ein Samsung ist. Das ist in Ordnung. Und müsst uns ein bisschen Licht machen, damit die Leute zu Hause uns auch sehen. Am besten macht uns so ein bisschen Platz, damit wir auch wirklich in die Mitte kommen. Ich stelle euch einfach um uns herum.
wenn ihr Lust habt, lasst uns doch gleich noch ein Bier trinken oder ihr kauft eine CD, vielleicht beides. Ja, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr verfolgt uns weiter auf Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, Tinder, also überall, wo es Internet gibt, sind wir auch. Ja, gut. Schön, dass ihr da wart und dann sehen wir uns gleich. Danke.